Zusammen richten wir den Körper auf, einatmen, begrüßen wir uns. Und ich begrüße euch im Namen von Exclusive Team. Neue Woche. Fangen wir mal mit Entspannung, leichten Dehnung, mit Qigong. Machen wir uns mal warm. Handflächen warm reiben. Atem fließen lassen. Innenarm nach unten reiben. Armwechsel. Ich hoffe, Sie können alles gut sehen, alles gut hören. Wir geben uns Mühe. Außen nach oben und gut warm machen. Atem fließen lassen. Arm hoch. Rückenmuskulatur. Schulterblattmuskulatur interessiert uns. Gut warm machen. Armwechsel. Fingerspitzen locker machen. Und Kopfhaut abklopfen. Massieren. Mitte. Atem fließt. Also, das ist höchster Punkt am Kopf von Tanella. Von den Ohren. Höchster Punkt am Kopf versuchen wir. Und dann mit Zeige und Mittelfinger massieren. Aufmerksamkeit nach innen. Dann Armwechsel. Atem fließt. Auch in die andere Richtung. Gut. Zwischen den Augen. Armwechsel. Schläfe. Dann Ohren. Handflächen wieder warm machen. Schulter. Schulterwechsel. Rücken, untere Rücken, Nieren, warm machen. Gesäßmuskulatur und Beine. Waden,
Dann Vorderseite nach oben. Und hinten nach oben. Außen nach unten. Innen nach oben. Und noch einmal. Gut, mal die Wärme im Körper wahrnehmen. Wärme behalten wir und den Atem bringen wir in Ordnung. Einatmen, Arme gehen hoch und beim Ausatmen langsam runter. Noch einmal. Gut, dann klopfen wir ab, entweder mit offener Handfläche oder Daumen dazwischen oder mit der Faust. Auch Innenhand nach unten klopfen und außen nach oben. Armwechsel. Arm hoch, Seite. Armwechsel. Gesäßmuskulatur wieder und Beine. Wieder mal hinten, nach unten, und vorne nach oben, außen, nach unten, und innen, nach oben. Körper mal aufrichten, vorne und hinten. Gut. Und fangen wir mal an mit der Aufwärmung nochmal. Jetzt gehen wir in die Gelenke. Körper aufrichten, gerade, steifes Bein einziehen, Knie sind leicht gebeugt und jetzt Becken bewegen. Wirbelsäule gerade, Blick geht nach vorne. Arme baumeln um den Körper, ganz sanft. Füße stehen fest auf dem Boden. Atem bitte fließen lassen. Wir achten darauf, dass die Arme die Bewegung nicht führen. Mitte.
führt die Bewegung und die Arme folgen. Schlenkern um den Körper. Gut, mal vor und zurück, als ob eine Welle durch den Körper geht. Der Impuls kommt von den Füßen. Gut, und Schulterkreisen sanft. Achten darauf, wenn ihr unangenehme Gefühle oder Schmerzen in den Schultern habt, macht über die Mitte. Und jetzt mal nach hinten. Jetzt versetzt. In die andere Richtung. Atem fließt. Okay. Arme in der Mitte. Und mal zur Seite. Blick folgt unseren Händen. Und dann machen wir in die andere Seite. Gut, dann Schulterkreisen, sanfte, langsame Bewegung, Atem fließen lassen und dann in die andere Richtung. Schulterblätter mitnehmen in die Bewegung und jetzt abwechseln. Dann in die andere Richtung. Gut. Handgelenk. Und in die andere Richtung. Mal Welle. Und in die andere Richtung. Gut. Ellenbogen. Hoch. Und über dem Kopf. Mal zur Seite. Okay. Dann Seite den. Und jetzt mal Ellenbogen nach vorne und nach hinten. Knie sind gut gebeugt, Becken geht vor und zurück. Einatmen und hier atmen wir aus.
Gut. Hüfte kreisen, Knie sind gebeugt, Füße stehen fest auf dem Boden, Steißbein leicht einziehen, Atem bitte fließen lassen. Erstmal kleine Kreise. Dann in die andere Richtung. Atem lassen wir fließen. Gut. Mal Handflächen warm machen. Gut warm. Und Knie. Warm machen, massieren. Mal Füße leicht zusammen und kreisen. Dann in die andere Richtung. Und breitere Stelle. Steißbein einziehen und nach innen. Dann nach außen. Jetzt nur rechte Seite. In die andere Richtung. Dann Bein wechseln. Und in die andere Richtung. Gut, dann kommen wir zum Fußgelenk. Bein hoch. Zehenspitzen nach unten und nach oben. Atem fließen lassen. Dann kreisen wir. Dann in die andere Richtung. Mit der Füßekreiszeichen. Und in die andere Richtung. Gut, und jetzt mit dem Knie. Dann in die andere Richtung. Ihr achtet drauf, ja? Wenn es Schmerz, unangenehme Gefühle, dann machen wir ein kleines Kreis. Wir wollen nicht, dass die Hüfte schmerzt, wir wollen, dass sie sich besser bewegen kann. Gut. Beinwechsel. Zehenspitzen nach unten und nach oben. Atem fließen lassen. Ja. Und dann kreisen wir. Dann in die andere Richtung kreisen. Mit der Fäßekreiszeichen. Dann in die andere Richtung. Und Knie. Dann Richtung wechseln.
Gut. Schulterbreiter Stand. Und auf den Zehenspitzen hoch und rund. Mit dem Kopf versuchen wir uns Richtung Decke steigen. Und jetzt Kinn nach vorne. Das Gewicht leicht vorne liegt. Gut. Und dann Becken drehen. Gut. Kommen wir zur Dehnung. Wir setzen uns breit, so breit, dass wenn wir uns setzen, Oberschenkel fast parallel zum Boden sind. Steißbein bitte einziehen. Sanft Gesäßmuskeln einspannen und dann kreisen. Die Mitte. Langsame, sanfte Bewegung. Und dann in die andere Richtung. Gut, jetzt Gewicht verlangen wir mal von einer Seite zur anderen. Und dann drehen wir den Körper noch. Beugen uns über das Bein. Aber das ist nicht das Wichtigste. Wichtigste ist, dass wir das Knie gut beugen. Hier atmen wir ein und beim Ausatmen versuchen wir, ein bisschen mehr zu nähen. Gut. Jetzt in der Seite tief einatmen und beim Ausatmen Gesäß nach hinten, Kinn Richtung Zehenspitze. Einatmen, entspannen. Und beim Ausatmen, wir achten darauf, dass Rücken gerade ist und dann nähen. Mal mit der Wade. Dann wechseln wir. Tief einatmen. Und beim Ausatmen wieder Gesäß nach hinten, Kinnspitze, nicht zum Knie, damit der Rücken rund wird, sondern zu den Zehenspitzen. Rücken brauchen wir gerade. Um die unangenehmen Gefühle hier zu vermeiden, Gesäß nach hinten. Wade. Gut. Und jetzt kommen wir zum Oberschenkel. Tief atmen, Steißbein einziehen und dann mal über die Schulter nach hinten schauen. Dann wechseln wir. Körper gerade und über die Schulter nach hinten. Wir versuchen, unsere eigene Wade zu sehen.
Dann wechseln wir nochmal. Gehen ein bisschen tiefer. Achten darauf, dass Gewicht nicht vorne liegt. Steiß Bein wieder einziehen. Und über die Schulter nach hinten. Nochmal wechseln. Gut. Tief einatmen und Aufwärmung schließen. Ein paar Mal durchatmen, Wärme spüren. Handflächen unterm Bauchnabel. Kopf aus den Schultern raus. Nächste Übung. Entspannung. Setzen wir uns mal. Schulterbreiter Stand. Zehenspitzen nach hinten. Felsen nach außen. Gewicht gleichmäßig verteilt. Mehr auf der Innenkante. Wir achten darauf, dass wir mit dem Gewicht nicht zu weit vorne sind, sondern auch die Fersen sind belastet. Knie sind gebeugt. Jetzt kommen wir nach oben, Steißbein einziehen. Leichte Aufmerksamkeit im Bauchbereich. Mit dem Kopf streben wir Richtung Decke. Tief einatmen. Handflächen zusammen. Atem bitte fließen lassen. Wir achten darauf, dass wir durch die Nase atmen. Beim Einatmen Bauchdecke wölbt sich. Und beim Ausatmen Bauchnabel ziehen wir Richtung Wirbelsäule. Am besten 7 Sekunden dauert das Einatmen und 9 Sekunden Ausatmen. Tief einatmen,
beim Ausatmen Körper langsam aufrichten und schließen. Atem lassen und fließen. Mal die Wärme im Körper spüren. Die steigt jetzt nach oben. Und jetzt mit Hilfe von unseren Übungen verteilen wir die gleichmäßig. Schulterbreiter Stand. Wir atmen ganz tief ein. Und beim Ausatmen strecken wir ganz sanft. Körper strecken. Einatmen, Schulter entspannen, Arme. Und beim Ausatmen strecken. Wir achten darauf, dass unsere Schultern nicht bei den Ohren sind. Die sind unten. Wir strecken die Wirbelsäule und Rückenbereich. Einatmen, entspannen. Und beim Ausatmen strecken. Und jetzt sechsmal strecken auf die Zehenspitzen kommen. Wenn Sie gerne auch nach oben schauen. Wenn es nicht geht, ist auch nicht schlimm. Hauptsache, wir strecken. Spüren, wie die Mitte entlastet wird durch die Übung. Tief einatmen und schließen. Beim Ausatmen achten wir darauf, dass wir die Schulter entspannen, Nackenbereich. Atem fließt tief in den Bauch. Wir setzen uns bequem, tief einatmen. Und beim Ausatmen Arme nach vorne strecken. 90 Grad Winkel zwischen der Hand und dem Arm. Einatmen und ausatmen. Einatmen entspannen und beim Ausatmen strecken. Einatmen. Schließen, Kopf aus den Schultern raus, Atem fließen lassen. Nur unser Atem interessiert uns jetzt. Nochmal, schulterbreiter Stand, wir atmen an, ein und beim Ausatmen zur Seite strecken. Einatmen, entspannen. Beim Ausatmen strecken. Thank you.
Körper wieder aus. Tief einatmen. Beim Ausatmen Arme nach unten sinken lassen. Atem bitte fließen lassen. Schulter entspannen, Arme. Gut. Nochmal schulterbreiter Stein. Steiß Bein einziehen, tief einatmen und beim Ausatmen nach unten rücken. Einatmen und beim Ausatmen nach unten rücken. Einatmen und wieder schließen. Kopf aus den Schultern raus. Wir achten drauf, Mund ist zu. Wir atmen durch die Nase. Beim Einatmen Bauchdecke wölbt sich. Und beim Ausatmen Bauchnabel ziehen wir Richtung Wirbelsäule. Gut. Nochmal schulterbreiter Stand. Tief einatmen und beim Ausatmen nach unten. Oh, nach hinten. Wir achten darauf, dass wir nicht zur Seite, sondern nach hinten. Arme strecken. Schulter entspannen, Brustbereich entspannen. Einatmen und beim Ausatmen Arme schließen lassen, Kopf aus den Schultern raus. Mit den Füßen drücken wir uns vom Boden ab und mit dem Kopf strecken wir uns Richtung Decke. Aufmerksamkeit nach innen. Wir vergessen nicht, da wo unsere Aufmerksamkeit ist, ist auch unsere Energie. Steißbein einziehen, Knie sind gebeugt. Und jetzt mit den Ellenbogen nach außen drücken. Nicht nach hinten, nicht nach hinten, nach außen. Zusammen einatmen und beim Ausatmen nach außen. Wir achten darauf, dass wir nicht mit 100% arbeiten. 70% höchstens. Wir können mehr, machen es nicht. Wir wollen uns
Wir wollen keine Verletzung riskieren. Wir wollen stetig wachsen. Tiefe Atemzüge, entspannen. Kommen wir zur Nackenübung. Kinn auf horizontale Ebene. Rein und raus. Atem fließt. Dann wieder rein und entlang der Brust, nach unten, Richtung Boden. Und dann wieder zurück und Richtung Decke. Kinn Richtung Decke strecken. Atem fließen lassen. Kinn aus den Schultern, okay. Kopf aus den Schultern rausziehen, schräg, Seite und sogar Schulterbereich dehnen, Atem fließen lassen. Wir achten hier kein Schmerz, kein Knirschen, keine unangenehmen Gefühle. Sofort die Amplitude verkleinern. Gut. Jetzt mit den Kinnspitzen einen Kreis. Und dann in die andere Richtung. Gut. Jetzt schauen wir mal über die Schultern hier. Kopf aus den Schultern raus. Und nach hinten schon. Okay.
Gut. Und mit den Kinnspitzen einen kleinen Kreis zeichnen. Sehr vorsichtig. Augen ein bisschen zumachen. Und dann in die andere Richtung. Gut. Einatmen und schließen. Kopf aus den Schultern raus. Atem fließt. Schulterbreiter Stand. Handflächen von der Brust. Knie sind gebeugt. Tief einatmen. Und beim Ausatmen nach unten, nach oben strecken. Einatmen und beim Ausatmen strecken. Jetzt Kopf und die Wirbelsäule vom Arm, der oben ist, wegdrehen. Nicht mit 100% arbeiten, bitte. Und jetzt mal Drehbewegung. Hier, Arme wechseln, strecken, Wirbelsäule drehen. Dann strecken wir auf der anderen Seite, auf der anderen Seite und dann das Ganze lassen wir fließen. Wirbelsäule strecken, wir Rückenmuskulatur und dann fließen lassen. Atem auch fließt. Gut, tief einatmen und beim Ausatmen Arme nach unten wieder, Kopf aus den Schultern raus, mal die Wärme spüren. Gehen wir mal zu der Wirbelsäule, wieder Knie gebeugt, Steißbein einziehen, Arme unter den Schultern, stellen wir vor, wir haben Medizinball. Wir atmen tief ein und dann beugen wir den Körper nach vorne, von der Wirbelsäule ausgehen, von der Mitte her, und dann nach hinten nochmal. Also ihr könnt Medizinball nehmen oder irgend sowas ähnliches. Ein großes Kissen, aber nicht hinlegen, gell? Okay, und jetzt mal von Seite zu Seite. Knie bleiben gebeugt, das ist wichtig, dass wir Oberkörper isolieren von den Beinen und nur die Wirbelsäule trainieren.
Und damit untere Wirbelsäule nicht überbelastet ist, ziehen wir steifes Bein hoch. Ja? Gesäßmuskulatur leicht anspannen, um das besser zu machen. Gut. Und jetzt mal alle vier Punkte verbinden. Wir machen einen Kreis. Und Atem lassen wir fließen. Dann machen wir das gleiche in die andere Richtung. Fließende, geschmeidige Bewegungen. Wir versuchen, vollen Kreis zu machen. Einatmen und schließen. Kopf aus den Schultern raus. Gut. Mal Bein hoch, tief einatmen und beim Ausatmen strecken. Einatmen und beim Ausatmen strecken. In den Bein einatmen und beim Ausatmen strecken. Und jetzt neunmal nach hinten. Ja? Arme gehen nach vorne und einmal nach hinten. Wir versuchen eine gerade Linie zu bilden. Einatmen, entspannen, beim Ausatmen strecken. Dann wechseln wir, einatmen, beim Ausatmen streichen. Eine gerade Linie, von den Händen bis zur Ferne. Ausatmen, schließen und ein paar Mal tief durchatmen. Nun, unser Atem interessiert uns jetzt. Aufmerksamkeit nach hinten. Mal die Wärme wahrnehmen. Jetzt ist er auch in den Beinen angekommen. Gut, noch eine Übung. Wir atmen ganz tief ein. Dann atmen wir alles aus und drücken Oberkörper auf die Oberschenkel.
damit wir fast alles dann noch mehr rausdrücken. Und dann mit tiefem Einatmen im Bauchbereich kommen wir hoch. Alles aus. Und dann Mitte wollen wir mit unserem Atem füllen. Einatmen, Arme schließen, Kopf aus den Schultern raus, sich breit, wir stellen uns breit und Wolken hin. Sorry. Rechter Arm hoch. Mal nach links und nach rechts drehen. Und Atem bitte fließen lassen. Gut, langsam die Übung schließen. Ihr macht euch jetzt bequem. Am besten hinlegen. Handflächen auf den Bauchbereich. Und ihr konzentriert euch nur auf euren Atem. Ihr könnt wahrnehmen, wie beim Einatmen Bauchdecke sich wölbt. Und beim Ausatmen Bauchnabel, ziehen wir bewusst Richtung Wirbelsäule. Atem fließt tief. Wir atmen ganz tief ein. Und beim Ausatmen entspannen wir Kopfmuskulatur, Gesichtsmuskulatur und Nackenbereich. Wir entspannen Rücken, Schulter, Arme, Brustbereich und Schulterblattmuskulatur. Wir lassen innere Bauchwände los. Wir entspannen Rückenmuskulatur. Einatmen und beim Ausatmen entspannen wir unsere Beine, Hüftbereich, Gesäßmuskulatur
Oberschenkel. Kniebereich. Waden. Füße. Ganz tief einatmen und nochmal den kompletten Körper entspannen, von Kopf bis Fuß. Noch zwei tiefe Atemzüge, die Ruhe genießen. Und langsam Augen aufmachen, mal Körper bewegen, strecken und am besten über die Seite hochkommen. Körper aufrichten, tief einatmen, Handflächen zusammen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Das hat gut getan. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und dann am Abend gibt es nächsten Kurs. Tschüss.